Jo, was geht meine GTA-Freunde und auch Sally-Willisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online und heute mit einem Solo Unlimited Money Glitch. Der ist super einfach, geht auch relativ schnell. Ich habe diesen Glitch schon vor einigen Tagen hochgeladen, lade ihn aber nochmal hoch, um euch zu zeigen, dass er auch wirklich noch funktioniert. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht einen Bunker, im Bunker ein MOC. Im MOC sollte das Fahrzeug sein, welches ihr duplizieren wollt. Ich empfehle euch den Easy. Ein LG Retro Custom oder Karin Sultan RS tut es auch. Ihr solltet euch im freien Zielen befinden, dann solltet ihr eine Spielhalle besitzen und in der Spielhallengarage einen kostenlosen LG und dann können wir auch schon loslegen. Ihr geht jetzt einfach nur in euer MOC rein und fahrt das Fahrzeug raus, welches ihr duplizieren wollt. Wenn ihr dann mit dem Fahrzeug draußen seid, dann geht ihr einfach her, fahrt das Fahrzeug ein kleines Stückchen nach rechts. Lasst es dort stehen und verlasst dann euer Bunker zu Fuß. Wenn ihr dann draußen seid, öffnet ihr eure Karte, geht jetzt auf den Job in der Nähe eurer Spielhalle und startet diesen. Jetzt müsst ihr nur noch irgendeine random Person im anderen Zielmodus nachjoinen. Die Person muss nicht wissen, dass sie euch gerade hilft. Die erste Meldung, die kommt, diese bestätigt ihr, die zweite lehnt ihr ab und ihr seid in der Nähe eurer Spielhalle. Jetzt müsst ihr nur noch eure Spielhalle betreten. Wenn ihr dann in der Spielhalle seid, geht ihr jetzt ganz einfach nur in euer Büro und in eurem Büro öffnet ihr mal den Eingang zum Keller. Habt ihr dann den Eingang geöffnet, geht ihr jetzt zu eurer Jukebox runter. Wenn ihr dann an der Jukebox seid, geht ihr auf euer Pausenmenü, geht auf Cruise, geht dort dann auf die Bestenliste, geht dort auf die IGN Crew und dort einfach auf Mitglieder ansehen. Und jetzt joint ihr einer Person nach. Die spielen alle meistens im unterstützten Zielen. Die erste Meldung, die kommt, diese bestätigt ihr und die zweite Meldung lehnt ihr ab. Dann geht ihr wieder an eure Jukebox hin und dann müsste auch etwas ausgegraut sein. Wenn jetzt nichts ausgegraut ist, dann kauft euch irgendeine Musikrichtung und dann macht halt das gleiche nochmal von vorne mit der Cruise und so weiter. Habt ihr was ausgegraut, dann öffnet ihr jetzt euer Pausenmenü, geht auf Criminal Enterprise Starter Pack. Wenn ihr dort dann wart, geht ihr jetzt ganz einfach nur auf Jobs, Job spielen, von Rockstar erstellt, Missionen, ein Job für einen Titan. Bestätigt die erste Meldung und dann kommt die Meldung, dass der Job nicht mehr verfügbar ist. Diese bestätigt ihr auch und jetzt öffnet ihr wieder euer Pausenmenü und geht auf Online, geht dann auf Cashcard kaufen. Wenn ihr dann dort drin seid, verlasst ihr das Ganze einfach wieder alles und dann habt ihr auch schon die Möglichkeit in eurer Spielhalle mit dem Jukebox-Menü rumzulaufen. Jetzt lauft ihr einfach nur in den Keller zu eurem LG, sprintet aber nicht. Lauft einfach ganz chillig, weil sonst macht ihr den Glitch kaputt. Wenn ihr dann am LG seid, dann steigt ihr jetzt einfach nur in diesen ein. Wenn ihr dann im Fahrzeug sitzt, sucht ihr euch jetzt irgendeine Musikrichtung aus, ist egal welche, und bestätigt diese. Nun solltet ihr oben links die Auswahl haben, ja und nein. Jetzt müsst ihr nur noch mit eurem Fahrzeug rausfahren, also drückt die Gastaste. Und dann, wenn ihr draußen seid, solltet ihr ohne Fahrzeug spawnen. Jetzt macht ihr einfach nochmal den Job-Teleport, das heißt Karte öffnen. Geht auf einen Job in der Nähe eures Bunkers, diesen startet ihr, wenn ihr dann im Jobmenü seid, joint ihr wieder einer random Person nach, die erste Meldung, die kommt, bestätigt ihr, die zweite Meldung lehnt ihr ab und zack, seid ihr auch schon am Bunker. Jetzt müsst ihr euren Bunker einfach nur noch betreten und ihr seht dort euer Fahrzeug stehen. In dieses steigt ihr ein und ihr werdet auch sehen, euer Kennzeichen verändert sich, wenn das dann so der Fall ist. Auf zum MOC. Ihr geht jetzt einfach nur zum MOC, drückt dort die Steuerkreuztaste nach rechts, bestätigt die Fahrzeuglager-Vollmeldung. Euer Originalfahrzeug wird dann jetzt in die Spielhalle verfrachtet und euer Duplikat befindet sich jetzt im MOC. Mega einfach, super schnell und ich hoffe, euch hat das Video an sich so gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir doch gerne mit einem Däumchen nach oben. Wenn ihr neu hier seid, natürlich auch mit einem Abo. Wenn ihr richtig krass drauf seid, dann zeigt es mir, indem ihr die Glocke aktiviert. Und wenn ihr Ehrenmänner oder Ehrenfrauen seid, dann werdet doch gerne Kanalmitglied. Also macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.